Also, hi, Cindy, wir kennen uns noch nicht, wir haben noch nie geschrieben. Das macht aber nichts, weil die Leute kennen dich auch nicht. Von dem her, wenn du, wir wollen das ja ändern, von dem her, wenn du dich vorstellst, was du beruflich machst und wer du bist, was sagst du denn da? Oh. Ich sage dann immer so, hi, ich bin Cindy, ich bin 26 Jahre alt und Deaf-Performerin. Da die meisten nicht wissen, was Deaf-Performance ist, sage ich dann halt immer so, ja, also ich übersetze Lieder in Gebärdensprache live auf Bühnen. Dann kann man sich eher so ein Bild machen. Und ja, das ist halt das, was ich dann sage. Deaf Performance, du schreibst es ja also auf deiner Website und du sagst es wahrscheinlich per se überall, weil man es immer so ein bisschen erklären muss, ist ja zumindest, was ich jetzt sagen würde, wahrscheinlich die schwerste Form des Dolmetschens, weil du es ja nicht Wort für Wort und Sprache für Sprache machst, sondern quasi es ja ein Kunstbereich für sich ist. Wie wird man das? Wie lernt man das? Wie man das lernt, das ist halt eben so wie Singen und alles andere. Also Übung macht den Meister, sagt dann immer. Und damit wird man halt auch nicht geboren. Und ja, also man lernt das im Laufe der Jahre. Also man wird ja dann, also man fängt klein an und im Laufe der Jahre sammelt man die Erfahrung und wird dann dadurch halt immer besser. Und dadurch, dass das Performance jetzt Gott sei Dank auch immer weiter verbreitet ist und mehr Leute das kennen, und auch mehr Leute das machen, hat man auch mehr Austauschmöglichkeiten als jetzt vor 10 Jahren oder so. Alles gut. Du sagst, es machen mehr Leute. Jetzt leider, schönerweise, ist es jetzt sehr situativ, ob man das gut findet, ob man auf Deaf Performances angewiesen ist oder nicht. Aber meine Erfahrung mit Deaf Performances hält sich jetzt sehr in Grenzen. Wie viel gibt es denn? Wie viele Leute machen denn Deaf Performance? Also ich bin ehrlich, ich kenne tatsächlich nur eine Handvoll Leute, die das machen, aber die das auch professionell machen. Und ich finde das allerdings persönlich gut, weil es gibt immer mal wieder Situationen, wo zwei Termine kollidieren und dann hat man dann immer noch jemanden parat und sagt dann so, hey, kannst du nicht dann da einspringen, weil ich kann tatsächlich nicht. Das ist natürlich blöd für mich, aber ich finde das auch schön, vor allem auch dieser Austausch, der dadurch stattfindet. Wie gehst du bei einem Lied voran oder wie viel verlangst du für einen Auftritt? Das ist auch extrem wichtig, damit man so eine Vorstellung hat, was verlangt der andere, was verlange ich und nicht, dass es am Ende heißt, sie wird nur gebucht und ich nicht, weil ich zu teuer bin und sie ist schon günstig, aber dass man da halt dann auch schon so ein Mittelmaß findet. Das finde ich auch extrem wichtig, dass dieser Austausch stattfindet. Deaf Performance lebt ja irgendwie einerseits davon, dass es der Künstler irgendwie mit anleitet und wahrscheinlich dir so ein bisschen sagt, was er, wie er das Lied denkt, und auf der anderen Seite dem Rezipient, der das ja danach durch dich nur erleben kann. Ist es quasi so, dass du sagst, okay, ich versuche mich in beide Facetten reinzuversetzen oder treffe mich immer mit den Musikern an sich oder sprühst du so vor Musik, dass es egal ist, weil du schon so viel in dir hast? Wie gehst du an so ein Lied ran? Also, das meiste ist halt wirklich tatsächlich Interpretationssache. Also, ich habe nicht immer Zeit, mich mit Künstlern auseinanderzusetzen. Also, ich habe jetzt mit der Kampagne mit Samsung, habe ich mit Levent zusammengearbeitet. Da ging es natürlich. Da haben wir eng zusammengearbeitet und auch geschaut, dass meine Interpretation auch mit dem, was er halt eigentlich mit dem Song aussagen möchte, übereinstimmt. Das hat man bei Konzerten, wie jetzt mit Fantastischen Vier oder Vincent Weiss, eher weniger. Dann schaue ich schon im Netz halt mal nach, was mit dieser Zeile dann gemeint ist oder was damit gemeint ist oder was dieser Song dann allgemein aussagen möchte. Aber im Endeffekt muss ich das selber dann interpretieren. Also wie ich denke, was der Song aussagen möchte, wie ich es wahrnehme und meine Interpretation wird dann halt wiedergegeben. Also wie halt so, ich stelle mir das dann mal vor, wie in Deutsch, so eine Gedichtsanalyse. Es gibt dann drei verschiedene Interpretationen und so ist das hier dann halt genauso. Es gibt halt im Endeffekt kein richtig oder falsch. Es kann natürlich sein, dass ein anderer Best-Performer kommt und das ganze Lied dann anders performt. Inhaltlich natürlich identisch quasi, aber halt anders in dem Sinne. Und ja, das ist halt dann sozusagen meine Aufgabe und ich finde das überhaupt nicht verkehrt. Das unterscheidet uns dann halt quasi von den anderen. Die ganze Gebärdensprache besteht ja auch aus erlernten Begriffen. Nur die Musik dreht sich nicht immer um die Begriffe, die man erlernt hat. Wie übersetzt man ein Lied? Also ich schaue dann schon, also es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Zeit ich habe. Bei ganz vielen Konzerten kriege ich die Setliste 1, 2 Wochen vorher und dann habe ich gar keine Zeit, mich jetzt damit auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt aber mich für ein Musikvideo vorbereite, dann habe ich in den meisten Fällen 1, 2 Monate Zeit, mich auf diesen Song vorzubereiten. Und da habe ich dann natürlich dann auch gegebenenfalls Zeit, mich mit Künstlern auseinanderzusetzen.
Und selber dann nochmal zu überlegen, okay, wie gebärde ich das, wie kann ich das am besten gebärden, dass das schön aussieht, also so aussieht wie so ein Tanz, so visuell, aber halt in der Gebärdensprache bleibt. Und wie kann ich das machen, dass es taktisch zur Musik passt, also dass es halt taktisch aus dem Gesang passt und dass es auch einen Reim ergibt, also so Übergänge, die ja dann halt so schön aussehen und jetzt nicht irgendwas abgehackt ist. Also wenn ich jetzt von Deutsch auf Englisch übersetze, kann es ja auch keine 1:1 Übersetzung sein, weil es ja eben dann häufig dann auch oft keinen Sinn macht oder der Sprachgebrauch eben anders ist. Und das ist in der Gebärdensprache genauso, da achte ich dann halt schon mehr drauf. Was sagen Leute, die dich erleben, die dich sehen, dazu, wie du es machst? Was gibt es denen für ein Konzertgefühl? Also im ersten Moment, wenn ich auf der Bühne stehe, ist mir das wirklich komplett egal, weil ich mich erstmal auf den Songtext fokussiere. Aber ganz häufig ist einfach die Resonanz sehr, sehr positiv. Nicht nur von gehörlosen Menschen, sondern auch von Menschen, die hörend sind und das wahrscheinlich zum ersten Mal erleben. Und die mir dann halt danach den Auftritt zeigen, wenn ich mal durch die Zuschauermenge gehe, boah, das hast du mega gemacht. Und ganz viele denken natürlich dann auch, ich wäre hörend und eine Gebärdensprachdolmetscherin. Aber wenn ich das dann verneine und sage, ja, ich bin gehörlos, ich trage ein Cochlea-Implantat, dann kommen halt dann so große Augen, so, hä, das hast du jetzt geschafft, ein ganzes Konzert alleine, krass, hätte ich nicht gedacht. Und ganz viele meinten auch, man erlebt Musik auf einer ganz neuen Ebene. Also wie man halt Musik hört oder wahrnimmt, ganz viele wissen auch gar nicht, dass man Musik auch mit den Augen oder durch das Gefühl dann halt eben auch wahrnehmen kann. Und ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man, wovon man spricht. Man hört Musik halt irgendwie sehr oft und man sieht und empfindet es nicht so. Das ist natürlich dann nochmal bewusster durch deine Performance, ist was sehr schön ist. Du bist, wenn ich richtig, seitdem du 3 bist, gehörlos. Nichtsdestotrotz, diese Übung, dieses Musikgefühl, das kam ja alles mit der Zeit. Wann war das erste Mal, dass du gesagt hast, ich versuche jetzt einen Song? Nicht für die Öffentlichkeit, einfach für mich. Ich versuche den zu performen. Ich glaube, das war relativ früh. Also ich habe früher ganz häufig so Lieder mitgesungen. Meine Oma hat immer gemeint, ich soll damit aufhören. Meine Eltern haben oben gewohnt und meine Großmutter unten. Und irgendwann hatte meine Mutter dann plötzlich ein Kind zu viel als geplant. Und ich musste dann zu meiner Oma ziehen, also eine Etage runter, war für mich angenehm. Und ich habe dann mal relativ laute Musik gehört und gesungen. Meine Oma meinte so, entweder du nimmst Gesangsunterricht oder du lässt das sein. Und dann so, ich habe überlegt, so, was könnte ich denn machen? Weil ich fand Musik toll und ich wollte das irgendwie auf meine Art und Weise dann ausdrücken. Und dachte mir dann so, ja, hey, warum machst du das nicht in Gebärdensprache? Und irgendwie kam ich dann drauf und habe das dann immer wieder für mich gemacht, vor dem Spiegel, mit dem Notenständer, Texte ausgedruckt oder geschrieben und dann gebärdet, ja. Und bist dadurch ja nicht nur gewisserweise, sondern tatsächlich eine Pionierin in dem Bereich geworden, weil das gab es jetzt vor dir nicht wirklich jemanden oder viele, die das gemacht haben. Und mehrere Leute, hast du gesagt, machen das jetzt, aber mega viele sind es auch noch nicht, oder? Genau, also vorher haben das Gebärdensprachdolmetscher gemacht und das wurde in der gehörlosen Community nicht so gerne gesehen, weil es unter anderem natürlich auch gehörlose Menschen gibt, die das machen, aber halt nicht sichtbar sind. Und es ist halt einfach so schwer in der hörenden Welt dann halt einfach Fuß zu fassen. Und ja, ich habe es irgendwie geschafft, wahrscheinlich durch Social Media, dank meiner Schwester, weil ich wegen ihr TikTok runtergeladen habe, nur um zu gucken, was sie da macht. Und irgendwie nahm das dann alles dann seinen Lauf. Gemessen daran, dass der Weg ja noch lange nicht zu Ende ist. Hast du das Gefühl, diese Resonanz in den letzten Jahren ist mehr geworden? Also es wird an mehreren Stellen präsenter? Definitiv, auch durch Social Media dann halt. Dadurch, also ich finde das auch extrem wichtig, auch konstant dann halt Lieder in Gebärdensprache zu performen und das auch halt einfach zu posten auf Instagram oder auf TikTok. Einfach weil ganz viele, vor allem junge Leute, nicht immer wissen, was ist Gebärdensprache, dass es diese Kopplung gibt. Und ich empfehle dann auch jedem, wenn ihr eine neue Sprache lernen wollt und die Aussprache nicht könnt, oder wenn ihr Gebärdensprache lernen wollt und der trockene Unterricht euch zu langweilig ist, kombiniert das immer mit Musik. Das habe ich immer gemacht. Und das macht dann so unfassbar viel Spaß. Und man lernt dann zwei Sachen dann auf einmal und man kann sich das viel schneller merken. Also ich habe jetzt American Sign Language gelernt, lerne jetzt die französische und britische Gebärdensprache und kombiniere das aber auch immer mit der Musik, weil es dann viel einfacher ist für mich, die Gebärden dann auswendig zu lernen.
Genau, ja. Jetzt haben wir über sehr viele positive Ansätze gesprochen. Dennoch, der Weg in inklusiver Hinsicht, in vielerlei Hinsicht, ist ja noch ein weiter. Woran hakt es denn noch? Offenheit. Also generell ganz viele denken noch, das braucht man nicht, gehört also Menschen gehen nicht auf Konzerte. Und ich finde das auch immer so schade, weil Deaf Performance halt nicht immer was mit Inklusion. Also natürlich denkt man, wenn man an Deaf Performance denkt, an Inklusion, aber ich denke dann halt immer, das ist eine Kunstform und das ist für alle dann zugänglich. Für hörende Menschen, für gehörlose Menschen, für alle. Und jeder kann was davon profitieren. Und für hörende Menschen erleben diese Musik eben auf eine andere Ebene neu. Und gehörlose Menschen können eben Musik dann halt mal komplett verstehen. Zum Beispiel ich, wenn ich auf einem Konzert bin, ich verstehe gar nicht, was gesungen wird. Ich bin dann immer froh, wenn ich zumindest den Titel des Songs irgendwie dann weiß, damit ich das irgendwie dann so nachverfolgen kann.